Idee, in den zweiten Teil zu drehen, wo man die Hauptrolle hat, das ist schon toll. Hallo. Das sieht cool aus. Filmen. Wir drehen wesentlich mehr in den Studios. Zum Beispiel der Thronsaal, das ist echt Hammer. Auch die Apothekergasse und alle anderen. Die Kulissen sind schon echt Hammer. Es ist alles genauso wie in Indien. Das sind doch alles Gegenstände aus Indien. Es ist wie zu Hause. Das ist hier eine ganz normale Halle eigentlich, eine leere Halle. Und die Ausstattung hat das wirklich toll hingezaubert. Und man kommt in so eine Märchenwelt. Juhu, fliegen! Ist halt schon sehr, durch das Eigengewicht drückt es ganz schön, also auf die Schulter. Bei der Hitze da oben, das ist echt Hammer. Vor allem haben wir das ja auch mit den Scheinwerfern hingekriegt, dass es so schön heiß ist hier wie in Indien, dass es so 40 Grad heiß. Sehr heiß. Im Flaschengeistladen. Und es ist heiß. Mir ist ein wenig heiß. Hallo, jetzt sind wir in Indien und es ist super schön hier. Das ist halt eine völlig andere Welt und das weiß man zwar, aber wenn man es dann mal selbst mit eigenen Augen sieht, ist es um nichts weniger beeindruckend. Heute wurde die Szene gedreht, in der ich in der Rikscha sitze, wo ich dann nur sage, schnell weg hier. Schnell weg! An eurer Stelle würde ich mich jetzt gut festhalten. Festhalten! Ich bin der beste Fahrer in Mandolan. Und das hier ist die schnellste Rikscha Mandolans. Du hast keine Eltern? Keine Geschwister? Niemanden? Hey Musa, das tut mir echt leid. Ein Bruder zu haben, wäre für mich das Größte. Wenn ich es mir aussuchen könnte, geht auch eine kleine Schwester. So eine wie du. Das war meine Lieblingsszene. Ja, wegen dem Elefanten halt. Glaube ich, heißt sie. Und die ist so süß. Oh, ich bin richtig verliebt. Die ist so niedlich. Ich habe ihr sogar schon ein Bussi auf den Rüssel gegeben. Und oh, ich finde die ganz, ganz süß und die so schön bemalt. Oh, ich liebe sie. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Keine Sorge, Relaxophant. Der Dicke schläft ja beim Gehen. Von wegen Turbo. Willst du lieber laufen? Oder vielleicht fliegen? Haha. Immer auf die kleinen Grünen. Haha!